Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Mafia 3. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben ja jetzt den Lieutenant Enzo Conti, den müssen wir jetzt so ein bisschen aufs Fell rücken hier. Enzo Conti arbeitet sich den Arsch ab. Das tue ich auch immer. Damit sein Cup in Francisco Fields rechtzeitig seinen Anteil bekommt. Ja, okay. Er ist ein zäher und alter Hund. Ja, alles klar. Enzo beseitigen, okay. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr so schön geliked habt die letzten Male. Ganz vielen Dank auch nochmal dafür, für die Unterstützung. Ja, und heute geht's weiter mit einer brandneuen Folge hier. Oh, wir haben das gar nicht weit, wie es aussieht. Wir müssen hier den Weg hoch. Das ist ja mal auch nicht schlecht, dass wir nicht erst stundenlang durch die Gegend fahren müssen. Nicht gerade das optimale Auto für die Gegend hier. Oh, da ist er. Okay. Ich habe gehört, die werden die Wohnung hier in der Gegend nicht mehr los. Machen wir da mal reingehen. Hallo. Da ist er. Moinsen! Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Piets Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Piets Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Du kennst das ja. Mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern. Ja, wollen wir mal schauen. Müllentsorgung. Rede mit Maria Bava. Okay. Maria Bava. Mann, das ist aber eine ganz schöne Halde, auf der du hier lebst, mein lieber Schwan. Du glaubst, du bist was Besseres als ich? Du so ist es. Besser als ich. Hast du gehört? Wo ist meine Höhle? So, auf geht's. In der Gegend bin ich noch gar nicht gewesen hier. Gar nicht so schlecht. Ein bisschen ländlich. Man muss hier vor allen Dingen immer aufpassen beim Autofahren. Das eine Mal bin ich hier schon in den Abhang runtergerutscht. Aber eine schöne Gegend hier. Und da sind wir schon. Oh, jede Menge Polizei. Das ist, oh, das ist schon mal schlecht. Direkt gegenüber von der Polizei. Das ist aber... Ey, das ist aber Schiete, wa? Da glaube ich unten rein, genau. Ups. Da muss ich hin, genau. Du bist nicht das, was ich erwartet habe. Ich bin besser. Jawohl. Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Sie arbeiten auf der Müllkippe und haben Informationen für mich. Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Die machen aber noch weitaus Schlimmeres, oder? Mister, die bringen Leute um.
Poppy, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann die Putzkolonne kommt? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich finde mal was über diese Putzkolonne raus und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Sie haben richtig gehandelt. Alles wird gut. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Das sieht irgendwie so nach Müllentsorgung von Atommüll aus hier. So ein Atommüllzeichen. Sabotiere die Müllkippe. So, wo haben wir die Müllkippe? Ei! Was haben wir hier noch auf dem Weg? Können wir das gleich noch mit erledigen hier? Conny, die mal verdient Geld damit. Das können wir ja eigentlich gleich noch mit erledigen. Oh, unsere Höhle ist aber ganz schön geschreddert. Und noch schön aufs Auto raufgefallen. Ast rein. Hier müssen wir hoch, okay. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch in dieser Gegend. So ein bisschen ländlich. Da können sie ihre Müllkippengeschäfte mit dem atomaren Abfall wahrscheinlich gut machen. So, lass mich mal vorbei. Das sind alles noch okay. Was macht denn der noch dort? Sind alles noch keine Gegner, okay. Da wollen wir den guten Mann mal einen Besuch abstatten hier. Du bist noch am Leben. Bonjour. Wie es wohl wäre, auf einen der Züge zu springen und einfach abzuhauen. Ach so, der ist das. Alles klar. Der, mit dem hatte ich ja schon alles geklärt. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf zur Müllkippe. Hier noch was auf dem Weg. Hey, pass auf! Frage die Zugräuber. Pass auf. Hey, pass auf, wo du hinläufst. Lärm auf dem Schrottplatz neulich ab. Ein öffentliches Ärger. So, gehen wir aus dem Weg da. Wenn man schon so lange Strecken hinterlegen muss, dann kann man ja immer gleich ein paar Aufgaben auf einmal lösen hier. Ey, das ist aber eine Serpentinstrecke hier. Eieiei. Wow, 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 wow. Eieiei. Ich glaube, ich noch einen Abhörpunkt aktivieren. Ja, wo muss da? Da muss ich nämlich auch noch mal ein paar mehr aktivieren hier von den Abhörpunkten. Okay. Sehr schön. Einfach nicht leise da rein und
Ach, was für eine schöne Gegend hier. Richtig nice. Ui, da sind wir schon. Oh, 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 hier ist aber richtig was los. Alles fit im Schritt, Kumpel? Jawohl. Eieieiei. Wie sieht das da mit meinen Waffen aus? Ich glaube, ich rüste noch mal ein bisschen auf. Gratis. Fahrzeuglieferung. Waffen brauchen wir noch mal ein bisschen nachladen hier. Ich bräuchte eine Lieferung in Barclay Mills. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Der ist ja immer schnell, das muss man ihm ja lassen. Der ist immer gerade in der Nähe. Jawohl, okay, zeig, mal her, ja. So, Munition brauchen wir. Kann man da noch was verbessern? Schrotflinten. Pistolen. Automatische Waffen. Da ist aber ein Ausrufezeichen. Da. Gratis ausrüsten. Das ist gut. Sprengstoff haben wir voll. Verbesserte Chassis. Ah, da habe ich zu wenig Geld. Da ist auch voll. Und die schusssichere Waffe. Oh, ich habe nicht mehr genug Geld. Ich muss mal wieder ein bisschen Geld einnehmen hier. Da können wir ja auch unsere Bros, glaube ich, nicht rufen, ne? Nee. Nicht genug Geld. Eieiei. Eieiei. Das wird ja. Dauert das immer so lange? Du beschwerst dich, weil du fürs Rumstehen bezahlt wirst? Wir müssen hier noch warten, bis die anderen Jungs den Waggon ausgeraubt haben. Du brauchst keinen verdammten Finger zu krümmen. Ich hatte mir so einen Zugraub etwas aufregender vorgestellt. Bruder. Aufregung ist was für Arschlöcher, die es mögen, wenn man auf sie schießt. Wachposten, da muss ich wieder aufpassen. Scheiße, meine Kippen werden knapp. Da ist keiner. Einer hat mich eben bemerkt. Kommt ihr hierher? Eieieiei. So, ich glaube, wir machen hier mal ein bisschen Alarm jetzt. Ich weiß noch nicht, das ist so ein blödes Gebäude. Ach, das ist ein... Wie der guckt. Eieiei, das sind ganz schön viele. Mist. Kenn ich dich? Das ist auch keiner von... Von der... Okay, ja, ich glaube, ich versuche das mal. Ist hier Publikum? Hier ist kein Publikum, da darf bloß keiner... Als erstes muss ich den Wachposten eigentlich erledigen.
Da ist er. Oh shit. Okay. Da kommt er. Von dem Toten erfährt man nichts. Du arbeitest doch für Santini. Lass mal hören, was bei euch so los ist. Mr. Santini hat ein paar mickrige Waffengeschäfte durchgezogen. Ich weiß, wo er das Geld verstaut hat. Alle verfügbaren Einheiten. Meine Crew meldet sich. So. Schnell weg, schnell weg. An alle Einheiten. Verdächtiger. Oh, ich habe noch so ein lahmes Auto gekriegt. Alter Schwede. So, wir nehmen erstmal ein anderes Auto gleich. Sehr schön, das hat doch geklappt. Den haben wir erledigt. Ja, meine Lieben, und an dieser Stelle laufen wir nach Hause und wir machen natürlich auch an dieser Stelle unseren allseits beliebten Cut. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich mal wieder fürs Zuschauen und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann lasst doch bitte ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge. Macht's gut, habt eine schöne Woche und ciao. An alle Einheiten, Verfolgung beenden, Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So sei es. Ciao.